Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich dachte, ich könnte in die unendlich Weiten fliegen. Und noch viel weiter. In der letzten Folge haben wir Rico fertig gemacht. Zum letzten Mal, glaube ich. Vierten Mal, letzten Mal. Und irgendwie habe ich immer Probleme, hier hochzukommen. Und dann haben wir von Larkseen auf die Fresse bekommen. So, ich habe den Kampf noch offscreen gemacht. Und ich habe ein bisschen herumexperimentiert. Und zwar hier. Ich habe einige Kombinationen ausprobiert, so einige, ich weiß nicht, wie man die nennt, Spezialmanöver. Um zu gucken, ob einiges hiervon bringen. Und ja. Dann habe ich nur KP hier geholt. Bis Level 56. Und mein Deck jetzt mal so ausgelegt, dass es Spezialmanöver macht. Ach ja, und ich habe endlich mal hier, wie nennt man das, gemacht. Kombi-Taste. Ja, das heißt, glaube ich, wenn ich jetzt nach oben oder unten drücke, dann komme ich zu dieses, zu dieser Karte. Das ist, glaube ich, wie im Birth by Sleep. Habe ich bei aber hier noch nie gemacht. Aber gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich habe hier diesen Angriff genommen, weil ich gelesen habe, der soll voll übermächtig sein. Und ja, habe ich gemerkt, als ich den gegen Rico benutzt habe, der war irgendwie locker erledigt. Wie ist der Angriff? Ich glaube, Querschläger hier, glaube ich. Nee. Tödliche Auszeit, verdammt. Halte die Zeit an und trifft den Gegner mehrmals. Das ist richtig gut, weil da könnt ihr eigentlich unterbrechen. Das klappt sogar gegen Rico. Also hoffentlich wird es auch gegen Larkseen klappen. Ja. Alle anderen Dinger sind jetzt hier so auf Dings eingestellt. Die 2, 3, 9 habe ich einfach so für normale Angriff und so. Dann hier Schwertwurf. Da ist, glaube ich, Schallschock. 3x7. Ja, Schallschock kann, glaube ich, auch nützlich sein. Schwertwurf wieder und dann hier tödliche Auszeit. Und die 3 Nullen für Notfälle. Und dann nur noch Heilung, Elixier und Wechseln. So, ich habe Rico mit diesen Kombis locker erledigt. Und ich hoffe, das gleiche wird auch mit Dings passieren. Warte mal. Ich habe gar nicht in seine Karte nachgeguckt. Ist bestimmt auch gut. Achso, ja. Ah. Kann die in Kombination verwendet werden, bleiben nach... Was? Er ist auch voll im Bar. Ich glaube, die muss ich als nächstes reinpacken, weil wechseln bringt es irgendwie nicht so. Aber dafür brauche ich nochmal doppelt so viele Punkte. Ich bräuchte... Ne, doch nicht. 60. Also ich bräuchte eine... Ab, dann kann ich die... Warte mal, kann ich die jetzt schon reinpacken? Nee, verdammt. Ich bräuchte eine... Ab, dann könnte ich die reinpacken. Dann könnte ich Kombis einsetzen wie blöde. Geil. Okay. Oh, ich rede doch nicht mit euch, einfach weiter. Ich sollte mit Rico reden. Warum? Ist ja schon was passiert. Larkseen kommt. Goofy und Donald schießen sich wieder uns an und ja. Jetzt gehen wir Larkseen. Hoffentlich auf die Phrase. Mal kurz gucken, wenn ich jetzt da oben drücke oder nach unten. Ob ich jetzt auf Vita komme. Hoffentlich. Das ist, glaube ich, der letzte Kampf gegen Larkseen. Ah, nach unten, okay. Aber wenn ich nach oben drücke, dann kommt ich zu 1. So, Mama. Gut. Dann probieren wir mal das hier aus. So nicht. Ja, bringt es auf jeden Fall. Jetzt schon viel zu viel Kombination eingesetzt. So, das hier einsetzen, wenn die betäubt ist, dann kann die nichts machen. Ja, ich habe eine Idee. Die Idee ist, bleib mal ruhig. Heilen.
So, komm. Komm schon. Boff. Das bringt's voll. Was? Warum klappt das nicht? Guck mal, wie schnell die kaputt geht. Halt's Maul. Komm mal an. Wie? Brauch nur viele Kartenpunkte, damit ich oft genug einsetzen kann. Und Elixiere. Elixier müsste leicht. Ich habe Wechsel vergessen. Wir müssen auch von abtimen. So. Alles wieder da. Machst du jetzt? So, jetzt kommen. Verreck! Es ist voll einfach so. So, komm. Geölter Blitz. Wow, jetzt ist das Spiel 1000-mal einfacher. Oh mein Gott. Haben wir nur so ein paar Tipps mal reingeholt, wie das Spiel ein bisschen einfacher gemacht werden kann. Dann diese Kombination halt. Dann habe ich ein paar ausprobiert und ja. So, später haben wir über, genau. Feuerbrunst. Äschere alle Gegner innerhalb eines zweiten Radius ein. So, gucken, ob einige fürs Grinden hier gut genug sind. Aber ja, das war jetzt voll einfach. Nein, ich refuse to lose. It's such a bunch of losers. I think I'm fainting. No, this isn't the way. I won't allow. You must be Nominee. It's good to meet you. We're friends of Sora's, and my name is. You're Goofy. And you're Donald. Yeah, what town did you know that? Congratulations, Sora. You finally found your friend. I'm so happy for you. Gee, there sure are a lot of questions. Nominee, I know this probably won't be easy for you, but could you tell us what happened? Of course. It's my fault after all. Das liegt einfach Rico da. I took the people and memories that were inside Sora's heart. And little by little I replaced them with false memories. Hey, what about Sora's promise? Made up. It was fake. Sora never really promised me anything. Me being with him on the islands. That was a lie, just like everything else. We never met. I was never Sora's friend. And you were never anything more. Either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories too. Is there any way for us to ever get them back? I can fix everything. If we go to the 13th floor. But Marluxia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be.
Please don't cry. Oh. Of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But, you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Naminé, if you cry now, I'll feel guilty, like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Oh, brother, that's a bit much. It's okay. Sora always gets like this every time he's English around a girl. Aw, cut it out. I thought you both lost your memories, too. Too bad. Good friends don't forget the good stuff. Come on. There. That's it. That's the Naminé I remember. Yeah. I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Oh boy! I can't wait to get my memory back. Naminé, Marluxia is gonna be up there, so maybe you'd better stay down here. Yeah. Maybe you could look after Riku? We'll come get you when it's over. Okay. Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. Alles klar. Memoir, oh geil. Die sehen anders aus. Aber das ist nur 6, Mann. Keine 7 oder 8 oder irgendwie sowas. Und ja. Ich gehe, glaube ich, zurück und speichere. Bevor wieder irgendein Bosskampf kommt. Wünsche ich, könnte Riku helfen. Schließlich ist es meine Schuld, dass er leiden muss. Du bist ein netter Kerl, so, aber warum? Das ist geil. Was, wenn wir Ex und Marluxia bekämpfen müssen? Ja, dann haben wir verloren. Wir gegen mehr als einen Boss kämpfen müssen, dann haben wir verloren. Ich gehe jetzt erstmal zurück und speichere. Bevor wieder etwas Katastrophales passiert. Ja, sonst müsste doch mal der Punkt kommen, wo ich weitergekommen bin. Oder habe ich den schon erreicht? Weil irgendwann ein bisschen Trophäen auftauchen. Aber ja, das mit den Kombinationen bringt es jetzt auf jeden Fall. Ich will nur Riku in meinen Deck reinpacken, dann könnte ich Kombinationen einsetzen, 100 Karten irgendwie verschwendet werden. Ist ja noch geiler. So, komm her. Axel müssten wir eigentlich auch nochmal bekämpfen, oder? Oh, keine Cutscene, okay. Anders als Erinnerung vergehen, versprechen die. Was? Anders als Erinnerung vergehen, versprechen die. Ach so. Erlegen wir Marluxia und tun uns unsere Erinnerung. Ja. Oh ja, das sieht schon nach dem Ende aus. Schuss des Empfallens. Okay. Auch keine Karte einsetzen. Fällt mir gerade auf. Oh, geht's jetzt schon direkt weiter. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No,
I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? It's important, but I just can't remember. I don't want to be, but I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kind of got my brain, thinking. Whenever you make a promise that's super-duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it! And when if we get scared, or in trouble, or even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. Alles klar. So, er lernt Triogramm. Ah, okay. Ach, erst Schlüsselschwert und dann. Schlüssel jetzt anfangen. So. Ich muss mal den Schatzraum finden, weil ich habe nur eine Schatzkarte, wenn ich mich irre. So. Oh. Okay, hier war ich noch nie. Da bin ich mir auf jeden Fall sicher. Jedenfalls nicht in der Version, in der Game Advance Version schon, aber nicht hier. Okay. Oh, da sind. Wie heißen die nochmal? Schattenschalks? Looten. Genug Action gehabt. Ein Kampf. Ja, ich kann schon wieder trainieren. Bis Level 60 reicht ja, ne? Wenn ich eins von japanischen Rollenspielen gelernt habe, dann, dass Level 60 immer ein gutes letztes Level ist. Feuersturm. Für... Weiß nicht. Für den Endboss. Normalerweise ist immer Level 60 so. Das Level. Ist euch bestimmt auch aufgefallen, oder? So. Noch eine Truhe. Schon wieder nur ein Part heute aufnehmen, weil wenn ich so war. Oh mein Gott. Da ist der Schatzraum. Willst du mich verarschen? Dauert doch noch ewig. Oh Gott. Aber da gehen wir jetzt neu hin. Oh, okay. Oh Gott. Wer von den beiden war das? Malusha oder Axel? Bitte Axel. Mushu. Ja, kann jetzt noch ein bisschen dauern, bis wir den einen Dings erreichen haben hier. Weil da ist, glaube ich, Story, ne? Ich sehe gar nicht. Wesentlich ist es hier noch geradlinig. Linear meine ich. Geradlinig, was? Was labert der da? Ich will den Schatzraum plündern, damit ich... Ich kann ja nur eine Schatzkarte haben und ja, wenn ich dann wieder offscreen trainiere, kann ich wieder keine hier bekommen. So. Viele, viele Räume. Das müsste aber letzte Stockwerk auch sein, ne? Um mich gegen den oh Gott Endboss auch so gute Chancen habe. Verpisst euch. Ah.
Das kann noch ein bisschen dauern, aber was soll's. So, ist jetzt hier der Schatz. Hier ist der Schatzraum, oder? Gott sei Dank. Oh Gott, 30. Also viele Speicherpunkte brauche ich nicht. 40, kein Problem. Oder vielleicht doch ein Problem. Oder vielleicht auch nicht. Shit. Nee, kein Problem. So. Das muss ich da aber bringen. Da ist bestimmt Ultima oder so drinnen, ne? So. Komm her! Letzter Raum, letzter Schatzraum, also muss da irgendwas Gutes drin sein. Komm her. Komm her! So, er lernt Paraglider, super. Paraglider, oh mein Gott, ehrlich. Was ist das? Okay, gut, dann war's das hier für diesen Part. Wenn nicht irgendeine Cutscene oder so noch kommen, werde ich wahrscheinlich offscreen zu einem Flur hinrennen, also bis hierhin. Und ja, dann sehen wir uns dann vor diesem Raum, nehme ich an. Ah, perfekt. Noch mehr Speicherpunkt. Und wir knöpfen uns den Raum dann in der nächsten Folge vor von Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.